Willkommen zurück bei Resident Evil, dem Remake. Kurz nach dem Fight gegen den Tyrant. Wollte ich entkommen, aber the door is electronically locked. It looks like it does so automatically in case of emergency. Ja, das ist schön, aber ihr könnt die Tür jetzt auch eigentlich wieder. Ja, ihr könnt das jetzt auch eigentlich wieder entlocken. Also anlocken. Entlocken. Vielleicht durch. Nö. Warte mal, hier ist noch ein grüner Knopf. Vielleicht der hier? What a person. Ich meine doch nicht ihn. Seriously, was muss man machen? Hier muss es doch irgendwas geben, um diese Türen wieder aufzuschließen. Oder? Ah, release the lock. The electronic lock has been released. Gut. Dann wollen wir mal hier lang. Lalala. Jetzt können wir auch endlich raus hier. Also wie gesagt, kurz nach dem Tyrannenkampf. Tyrannenkampf eigentlich heißt es Tyrant. Egal. Egal. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Haus hoch. Ich habe jetzt sogar nochmal replayen müssen, da mir ja am Ende der Aufnahme, bevor ich überhaupt noch speichern konnte, der Delfin plötzlich, wie würde man das euphemistisch sagen, entschlafen ist. Genau. Der Delfin ist mir entschlafen. Und ich muss das Ganze nochmal replayen, den Kampf, und ich habe mich jetzt ein bisschen besser angestellt. Chris? What is it? I found a file in the lab. Apparently there's still a lot of Tyrant virus here. We should blow this whole place up. Right. The show must go on. I'll leave that up to you, Rebecca. I'm on it. I'll start the self-destruct system I found a little while ago. It's not like we're out of this yet. I'll see you on the outside. 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 Ja. Wie gesagt, ich habe mich jetzt ein bisschen besser angestellt. Nicht großartig viel oder so, sondern einfach nur einen Schuss gespart. Ihr habt ja gesehen, im Kampf habe ich einmal daneben geschossen. Ne, ich habe nicht einmal daneben geschossen, sondern ich habe einmal noch zu viel geschossen am Ende. Als er schon zusammensacken war. Das wäre unnötig gewesen. So, dann wollen wir mal. Ich glaube, wir haben jetzt Endzeitstimmung. Was das heißt, erfahrt ihr gleich. Naja, eigentlich könnt ihr es euch schon denken. Ich meine, es geht jetzt Richtung Freiheit. Es geht jetzt Richtung Freiheit, ja. Insofern, schnallt euch an und haltet euch fest. Auf geht die wilde Reise. Nicht wirklich. Allerdings steht uns immer noch ein Endgegner-Fight bevor. Das war jetzt schon so eine Art Endgegner-Fight. Das war ja ein Testlauf. Combine, ja. So. Mittlerweile können wir vielleicht auch schon. Nee, ich weiß nicht. Ich hoffe mal, wir können jetzt Jill befreien. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß auch eigentlich gar nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Meet you und die. Also ja, okay, wir wollen uns mit Rebecca treffen draußen. Das ist auch gut und schön. The self-destruct system has been activated. Oh. All personnel must evacuate immediately. Deactivating and releasing all locks. Auf diese Stimme habe ich doch gewartet. Hi. Auf. Blow you up. Diese tolle Stimme, die es in jedem Resident Evil gibt, habe ich doch nur gewartet. Self-destructing system has been activated! Bla bla bla. Ich glaube, die sind tot. Jetzt spawnen wahrscheinlich überall noch ein paar neue Gegner. Irrelevant, weil
Meine Munition sollte gerade noch so reichen dafür. Wir wollen aber unbedingt noch hier runter. Auch wenn die Musik klingt von wegen Self-Destructing System has been activated. Get the fuck out of here or you're going to die. Also, ihr werdet sterben, ihr werdet in die Luft fliegen, wenn ihr nicht sofort rausgeht. Und wir haben immer noch Zeit dafür, um Jill einen kleinen Besuch im Gefängnis abzustatten, denke ich mal. So viel Zeit muss sein. Das ist mein Jill. Sie wird uns auch besuchen, wenn wir gefangen werden. Bin ich mir fast sicher. Also, wenn ich sie spielen würde, würde ich es tun. Ob sie das tun würde, weiß ich nicht. The lock is released. Das sagt ihm die Stimme die ganze Zeit. Alle Locks, also alle Schlösser sind jetzt aufgeschlossen. Wegen dem Notfall. Jill, sorry I made you wait. I knew you'd come. Let's get out of here. Let's get out of here. Händchen halten und rausgehen. Okay, wir können natürlich Jill nicht steuern, sondern sie folgt uns nur. Allerdings hat sie jetzt auch eine Waffe. Ich frage mich, wo sie die hin hat. Vielleicht hat Wesker ihr die Waffe da gelassen. Ich meine, was will sie denn mit der Waffe machen? Das Schloss aufschließen ist schwierig. Machbar, aber wahrscheinlich schwierig. Vielleicht sozusagen, ja, du kannst dich hier selbst erschießen, wenn du willst. Dumme Schlappe. Du bist eh nicht mein Testsubjekt. Ich will bloß Chris testen. Du kannst dich heute selbst erschießen in der Scheißzelle. Aber mach's bitte blutfrei. Ich muss nachher später die Zelle säubern. Das ist zu blutig. Ah, sie ist jetzt vorgerannt. Das folgt sie mir nicht mehr. Ach übrigens, Jill! Töte alle Zombies, die dir in die Quere kommen! Danke! Aber ich glaube, hier kommt nichts mehr, oder? Hä? Musik ist aus. Das ist wahrscheinlich ein Soundbug. Nicht wundern, immer noch Notfall. Seht ihr? Es geht noch weiter. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass spätestens jetzt auf dem Rückweg die ganzen Zombies, die man hier getötet hat, erwacht wären. Wieder als... hier... als Crimson Heads. Wenn man die nicht verbrannt hätte, wie ich es getan habe. Dann wäre das Ganze noch ein bisschen spannender geworden, der Rückweg, aber... auch unnötig Ammo verschwendet. Ich speichere noch einmal. Ja, komm, schreib doch mal schneller, Chris. Der kennt das Zwei-Finger-Tipp-System, glaube ich nicht. Er tippt nur mit der Nase. Au, au. Idiot. So, ich glaube, die Munition könnte reichen. Muss aber nicht. Was ich mitnehmen will, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Heilung. Ich meine, davon haben wir ja sowieso unendlich. Grob gesagt. So.